So Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Brotato und heute werden wir den Glückspilz nehmen mit einer Schleuder auf Gefahr 5. Glückspilz ist relativ simpel, wir wollen logischerweise so viel Glück wie möglich. Das wird unser Main Stat, wir wollen so viele Items wie möglich, die mit Glück Schaden machen, zum Beispiel Cyberball oder Elefantenbaby oder so. Ah, komm, geh kaputt. Und Bäume geben uns natürlich auch, wenn wir Glück haben, sehr, sehr viel Materialien und Kisten. So, wir wollen jetzt erstmal mehr... Scheiße, da war ein Elefantenbaby. Ich war so darauf fokussiert, auf die Schleudern. Nein, das hätte ich nicht wegdrehen sollen. Das ist richtig wichtig. Richtig wichtig ist das. Wir haben auch 3 Elite-Bosse diesen Run. Das heißt, wir müssen relativ schnell stark werden. Wir leveln halt natürlich sehr langsam mit dem Glückspilz und wir machen sehr wenig Schaden. Einfach weil wir 60% Base Attacks wieder haben. Also Minus, logischerweise. Plus wäre ein bisschen krass. Oh, den Baum. Ich brauche ein Holzfällerhemd. Ich krieg den Baum nicht down. Easy. Wir wollen jeden Baum machen. Ein Lebenabzug, Chance von 15% Material sofort anzuzählen. Nehme ich mit. Nehme ich mit auf den Charakter. Angriffstempo nehmen wir auch sofort mit. Mehr Bäume, okay, das ist sehr, sehr gut. Direkt 2-mal mehr Bäume. Wir wollen einfach so viele Bäume wie möglich. Das sind nämlich Kisten und Kisten sind Win. Später können in den Kisten halt so viel gute Items drin sein. Rote Items, lilane Items und so, wenn wir so viel Glück haben. Das ist eigentlich das perfekte Item für einen Glückspilz. Nur Bäume töten ist so eine Sache bei unserem DPS. Traurig, aber was willst du machen? So, 10% Attack Speed, sehr gut. Das Problem ist natürlich, dadurch, dass wir so langsam leveln, kommen wir auch echt schwierig an Attack Speed. Ich suche weiter Schleudern, jawohl. Das ist wirklich schwierig. Wir müssen halt, werde bei jedem Level up wahrscheinlich Attack Speed nehmen, wenn ich es kriege. Dass wir das Attack Speed irgendwie aus dem Negativen rausholen, denn wir brauchen einfach auch eigenen DPS. Wir müssen ja Gegner töten, um dann die Sachen einsammeln zu können. Oh, Kiste. Verdammt. Aber immerhin können wir die Bäume auch schneller töten. Negatives Attack Speed ist schon nicht so geil. Aber an sich kann der Glückspilz richtig lustig werden. Auch finde ich eine der spaßigeren Klassen. Weil man da einfach Spaß haben kann. Man kann einfach Glück stacken und dann halt... alles wegmachen. Oh, Schleuder 2, sehr gut. Nehmen wir, dann sind wir voll mit Schleudern. Ist auch nicht schlecht, am Anfang auf dem Glückspilz diese Items zu kaufen, die mehr XP geben. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, kann man aber auch machen. Dass man die negativen XP-Gain halt ausgleicht. Denn Level sind in dem Spiel tatsächlich schon relativ wichtig. Wenn man halt eine bestimmte Levelanzahl hat, kriegt man immer ein garantiertes lilanes Upgrade und ein rotes und so. Auf Level 25 kriegt man ein rotes garantiertes. Deswegen, Level sind schon relativ wichtig. Da kann man schon sehr viel Stats rausholen. Aber nicht für uns. Wir spielen den Glückspilz, wir brauchen keine Level. wir dürfen keine haben. Zumindest nicht so viele. Oh, deswegen drehe ich auch lieber mal und dann wollen wir schon was besser. Oh mein Gott. Ja gut, wir sind der Glückspilz, wir kriegen natürlich auch geile Waffen. Ich möchte kein Angriffstempo verlieren, bin ich ganz ehrlich. Jo, okay. Das ist perfekt. Das wollen wir. Cyberball Elefantenbaby, das ist der Shit, den wir wollen. Das sind die perfekten Items gerade. Das ist richtig, richtig gut. Das war ein kranker Shop für uns. Jetzt müssen wir nur genug Geld verdienen, um uns das leisten zu können. Und dann langsam mal ein paar Glück-Upgrades wären auch geil. Ich habe nur 125 Glück, Mann. Das ist nicht viel auf dem Charakter. Ich habe noch gar kein Glück-Item bekommen. Klingt immer lustig, wenn man sagt, nur 125 Glück, aber er startet halt mit 125 Glück. Oh nein, 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 noch den Baum, noch den Baum. Verdammt, ein Schuss mehr und wir hätten ihn gehabt. So, das ist ein garantiertes blaues auf Level 5. Wir nehmen da auf jeden Fall Glück. Glück, Glück, Glück.
So, unsere nächste. Das ist, sind auch sehr gute Items, die ich hier kriege. Das war ein extrem krasser Shop. Wir wollen eigentlich so viel AOE wie möglich, für den wir nichts machen müssen. Also wenn wir zum Beispiel Damage machen, wenn wir Gegner töten oder was weiß ich. Wenn wir Sachen aufheben und so. Wir wollen einfach so viel wie möglich machen, ohne dass wir überhaupt unseren eigenen Schaden brauchen. Denn den hochzukriegen ist gar nicht so einfach. Ja, aber jetzt heben wir einfach Zeug auf. Die Gegner sterben alle. Ich muss nicht mal die Eier suchen, weil die einfach sterben, wenn ich Zeug aufhebe, wenn ich Glück habe. Die Welle ist richtig entspannt. Schaffen wir 2 Level, das wäre sehr gut. 2 Level wären wirklich sehr vorzüglich. Komm schon, du levelst so unglaublich langsam. Jawohl. Hast nicht 2 Level geschafft. Oh, geschenkt ist das natürlich schon verlockend. Ach komm. Wir haben eh so wenig Attack Speed. Nee, den Affen nicht. Da kriegen wir direkt wieder Attack Speed raus. Und Fernkampfschaden. Wir brauchen mehr Damage. Yo, let's go. Der Glücksbringer, der gibt uns wie viel Glück? Wir haben 137. Yo, das ist gut. Und die letzte Schleuder. Du gibst mir Glück, aber du gibst mir auch Minusschaden. Das möchte ich eigentlich nicht. Nee. Habe ich schon Rüstung? Nee, ich habe auch gar keine defensiven Stats gerade, aber das holen wir über die Touren raus. Ich glaube dran. Das machen die Touren für uns. So, da ist schon die nächste. Das kann mit den Touren auch relativ schnell eskalieren später. Je höher man in der Welle kommt, desto wahrscheinlicher ist auch, dass aus Bäumen eine Truhe rauskommt. Und das wird dann mit unserem Glück, was dann noch höher ist, auch nochmal erhöht. Und dann ist es so ein extremer, ja man, das erhöht sich halt gegenseitig und dadurch ist das nochmal deutlich krasser. Der Charakter ist wirklich am schwierigsten so in den ersten, so bis zur Mitte des Spiels, würde ich sagen. Und wenn man dann einfach unendlich Truhen kriegt, wenn man dann ganz viel AOE hat, dann geht er eigentlich. Nee, wollen wir nicht. Minus Ernte für Life. Ich brauche langsamer Survivability. Das nehme ich mit. Landmine, wir gehen nicht auf Technik. Oh, Baby mit Bart. Ist mehr AOE, also ich würde sagen, nehmen wir mit. Lifesteal nehmen wir auch mit. Den Rest brauche ich nicht. Alles, was mehr AOE gibt, ist gut. Oh, Welle 9. Die wird jetzt interessant. Die müsste eigentlich relativ einfach sein, weil hier so viele Scheißgegner kommen, die nichts können und die uns einfach gratis Materialien droppen, mit denen wir dann die nächste Welle töten. Ich hebe einfach Materialien auf und die sterben alle. Ist schon lustig. Ist schon lustig, der Charakter. Ich glaube, der Glücksbiss ist einer meiner Lieblingscharaktere. Nicht, weil er einer der stärksten ist. Ich würde sagen, er kann schon relativ schwer sein, wenn man halt wirklich, man muss halt schon wirklich extrem viel AOE bekommen, damit er halbwegs brauchbar ist. Man muss extrem viel Glück kriegen. Aber wenn man einmal so über den Punkt drüber ist, dass der Charakter halt komplett schlecht ist und man mehr Attack Speed hat und mehr Glück und dann macht er einfach Bock. Jetzt haben wir schon 4 Touren auf dieser Stage. Es könnten noch eine mehr werden. Komm, 5. Schade. 5. Nein, komm schon. Eine mehr. Ich glaube, das Höchste, was ich auf einer Stage hatte, waren 8 Stück mit dem Entdecker. Also nicht mit dem Glückspilz. Aber 4 Stück ist krass. Reichweite. Ach, Moment mal. Reichweite hätte ich verlieren können, ich Idiot. Ich spiele ja gar nicht mehr den. Ich habe gerade eben noch einen Jäger einen Run gemacht. Der lief zwar nicht gut, aber ich hatte noch das Mindset, dass ich Reichweite brauche. Nee, ich will keine Attack-Speed verlieren. Oh, Glück. Oh, 15 Glück. Ich will keine Attack-Speed verlieren, aber ich kann nicht anders. 193 Glück und noch mehr Glück. 20% Attack Speed, yes, sehr, sehr geil. Und eine nächste Lila, ne? Okay, das jetzt gerade zieht das Glück an. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mich aber auch über ein bisschen Defensive freuen. Kümmern wir uns jetzt auch drum. Einfach mal ein bisschen Defensives denken. Crit können wir komplett vergessen, minus 7. Der prozentuale Schaden ist auch nicht so hoch, aber das war wieder sehr, sehr gut. Nice, das ist die nächste Kiste. Mal gucken, ob ich in diesem Run 5 Kisten auf einer Stage schaffe.
oder ob das ein glückloses Unterfangen wird, aber bis jetzt muss ich sagen, läuft der Run sehr, sehr gut. Kann sich noch ändern, bald kommt die erste Bosswelle, da werden wir sehen, ob wir einen Boss down kriegen. Ich denke mal, die Strategie für einen Boss wird sein, wir rennen im Kreis und töten Gegner und sammeln einfach Zeug auf und ignorieren den Boss und hoffen, dass er durch unseren AOE stirbt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist die beste Strategie, die wir machen können. Ich glaube, was anderes, wir werden den mit unserem eigenen Schaden nicht töten. Ausweichen habe ich hier eh nicht. Ja, komm, Bäume sterben mit einem Treffer, warum nicht? Bei Fernkampfschaden, wir müssen langsam... Oh, yo, mehr Glück, 256. Ich hätte zuerst das kaufen sollen, aber ich habe nur das Glück gesehen. Ich hatte nur Augen für das Glück, nein. Ich nehme noch mehr Rüstung. Und tatsächlich dann wieder ein bisschen ausweichen, das möchte ich auch hochkriegen langsam. So, Welle 11, letzte Welle vom Boss. Also vom Elite-Boss. Sollte auch kein Problem werden. Bin ich sehr offensichtlich. Wir haben jetzt wirklich so viel Glück. Wir machen jetzt echt viel Schaden. Nicht mit unseren Schüssen, aber mit unserem anderen Zeug, was wir haben. So, Kisten mit 260 Glück. Ich... Jawohl. Komm, noch eine. Schade. Kisten sollten jetzt auch wirklich aus jedem Baum fast rausdroppen, glaube ich. Aus vielen Bäumen zumindest. Wir haben fast 300 Glück, das ist schon ziemlich krass. Ah, leider nicht. Leider nicht. So, wir töten alles einfach durch Materialien aufsammeln. Das ist auch sehr befriedigend. Wir nehmen alles mit, was geht. Jawohl. Gute Runde. Zwei Kisten, leider nur Rüstung und Ausweichen sofort mitgenommen. Das bringt uns nichts. 12% Schaden, doch, ich will meinen Prozentschaden langsam mal positiv haben. Jo! Okay, Leute, ich präsentiere euch einen Glückspilz-Shop. Ich bin ehrlich, den Oktopus, den werde ich mitnehmen. Denn wir brauchen Lifestyle, Leben geht immer und Crit habe ich sowieso schon so wenig. Den Oktopus nehmen wir mit und dann nehmen wir das Gift-Tonikum mit für Attack-Speed und Reichweite. Regeneration brauchen wir eh nicht und das nehmen wir auch nochmal mit für Dodge. Dann haben wir Crit fast schon wieder positiv. Aber jetzt fangen halt die geilen Shops an. So, erster Elite-Gegner. Wir werden jetzt einfach das Greif nicht den Elite-Gegner-Spiel spielen. Greif den nicht, einfach nicht angreifen. Wir laufen jetzt einfach... Oh, aua. Er greift mich aber blöderweise an. Das ist das Problem an der Sache. Aber wir... Weil ich werde ihn nicht tot kriegen. So, es ist keine Chance mit unserem DPS aktuell. Keine Schnitte. Viel zu wenig DPS machen wir da. Aber wir machen ihm echt guten Schaden, indem wir einfach Zeug aufsammeln. Ich habe ihn eigentlich noch gar nicht angegriffen und er kriegt Schaden wie sonst was. Wenn wir dieses Item hätten, was sofort alle Materialien einsammelt, wenn sie droppen, dann würden wir hier komplett zerstören. Das Dumme ist, dass die anderen Gegner halt auch Hits fressen und dann er keinen Schaden bekommt. Aber wir haben ihn halbtot bekommen. Fast. Vielleicht den nächsten. Aber wie gesagt, ich habe keine Chance, den zu töten mit unserem DPS. Dafür sind wir einfach zu schwach. Wir brauchen es auch ganz ehrlich nicht. Wir haben so viel Glück. Wir werden sowieso noch einige rote Items kriegen. Wir nehmen mehr Schaden. Yo, da ist das Exoskelett. Da sage ich nicht nein, würde ich sagen. 5 Rüstung, dann sind wir auf 11. Tempo auch immer gut. Crit-Chance und dann das. Dann haben wir sogar positive Crit-Chance. Ja, nehmen wir mit, das Exoskelett. 2 Lifestyle ist natürlich ein bisschen blöd, aber... Ehrlich. Das ist nicht der Weltuntergang. So, Welle 13 ist die erste Tentakelwelle, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir die auch schaffen. Solange Materialien auf dem Boden liegen, glaube ich, schaffen wir alles, ja, weil das einfach so viel Damage ist, den wir machen. Ich hätte auch echt gern noch mehr von den Items, die mit Glück Damage machen, aber kann ich alles haben. Wir haben bis jetzt schon sehr gute Items bekommen, ich kann mich nicht beschweren. So, wir wollen natürlich jede Kiste auf jeden Fall mitnehmen. Denn jede Kiste kann inzwischen ein rotes Item sein. Die Chance ist gar nicht mal so niedrig. Denn die Chance auf rote Items an sich, die Grundchance auf rote und lilane Items steigt halt mit jeder Welle ein bisschen an. Und da wir so viel Glück haben, machen wir das nochmal höher.
erhöhen wir das nochmal passiv und deswegen kann jetzt schon jede Kiste, die wir mitnehmen, kann schon eigentlich eine rote Seite machen, wenn wir ein bisschen Lack haben. So, vierte Kiste, ganz entspannt. 400 Cash. Oh nee, das nicht. Da müsste ich jetzt all mein Geld horten. 12% Schaden, ja. Hallo. Den Zahn nehmen wir auch mal mit, der ist gut für den Boss. Mehr Crit. Ja, wir haben gerade 12% bekommen. Yes, das Elefantenbaby. 20% Chance, 33 Schaden zu machen, wenn wir was aufsammeln. Komm ran. Raketenwerfer 4 und noch ein Cyberball. Okay, jetzt geht's ab. Eine Rüstung für Ausweichen bin, sehe ich mich auch. Den Raketenwerfer, der ist es nicht. Der lohnt sich nicht. Oh, warte mal, nächster Boss. Okay, der Boss ist sehr geil, weil er viele Gegner spawnt. Das heißt, der killt sich praktisch selber. Wir wollen nämlich jetzt viele Materialien auf dem Boden haben. Die Frage ist halt, ob ich ihn damit tot bekomme, aber ich greife ihn auch mal ein bisschen an, solange wir freie Bahn haben. Wir machen jetzt ja schon ganz okayen Schaden, aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu übermütig bin. Und jetzt sammeln wir einfach mal Zeug ein. Jo, da kassiert der Schaden. Den könnte ich sogar down kriegen, aber er ist gerade mal Half-Life. Hat noch Hälfte Leben, aber ich habe noch Hoffnung. Oh, jetzt spawnt er hier wieder einen Haufen Gegner, das ist gefährlich. Okay, wir kriegen ihn leider nicht down, oder? Oder? Ich heb ganz viel Zeug auf. Oh, es ist so knapp, es ist so knapp. Wir heben ganz viel Zeug auf. Komm, stirb. Na, wir kriegen ihn leider nicht. Oder? Komm, schnein. Das tut weh. Das tut richtig weh, aber mehr Bäume ist geil. Oh Mann, das tut richtig weh jetzt. Den hätte ich da eigentlich haben können. Ach, mehr Heilung, gib her. Yo, mehr Glück. Alles geile Items. Nehmen wir alle mit. 281 Glück. Ich glaube, die 300 Glück machen wir voll. Welle 15. Ich bin positiv, dass wir die 300 Glück noch voll machen, diesen Run. Schade, den Boss hätte ich haben können. Ich bin guter Dinge. Der letzte Boss, der kommt, ist der mit den Messern. Der Gordon Ramsay, der ist eigentlich immer relativ einfach, wenn man es richtig macht. Also den sollten wir hoffentlich dann töten können. Wenn nicht, dann wäre schon traurig. Aber ich, wie gesagt, die roten Kisten sind nicht so wichtig für uns. Die nächsten, die letzten paar Wellen werden die Shops richtig krass sein, denke ich mal. Jo, 4 Truhen, okay. Komm schon, eine noch, 5. Do it, komm schon. 14 Sekunden haben wir noch, sieht aber schlecht aus mit noch einer Kiste. Spiel will nicht. Ach schade, egal, eine, ich schaffe bestimmt nochmal 5 Kisten. Diesen Run. Aber egal, wir haben schön Geld gemacht. Wir haben 4 Kisten, Recycling-Maschine, ach, können wir mitnehmen. Dünger, wir haben keinen Nahkampfschaden, nehmen wir mit. Mehr Heilung nehmen wir mit. Glück verlieren, nee, das geht gar nicht. Wir nehmen Attack Speed mit und dann sind wir fast beim Attack Speed positiv. So, Weizen, jawohl. Oh, das zum Beispiel ist ein extrem gutes Item. Nehmen wir auf jeden Fall mit. 20 ausreicht, 5 Lifesteal. Jetzt fängt es halt an mit den roten Items. Und unser Attack Speed ist auch immerhin fast auf 0. Das ist schon nicht schlecht. Also schon schlecht, aber wenn man bedenkt, bei wie viel der oder wie wenig der Glücksblitz startet, ist es schon ein gutes Upgrade. Oh, 17 Schaden, geh weg. So, komm, die Welle spüre ich, machen wir 5 Kisten. Wir haben echt kranken AOE, muss ich sagen. Und echt guten Lifesteal habe ich inzwischen auch. Das heißt, da bin ich auch gar nicht mal so besorgt, wenn wir Schaden kriegen. Aber jetzt kommt halt wirklich so der Punkt, von dem ich gesprochen habe. Jetzt sind wir so an dem Punkt der Glückspilz. Wir haben einfach so viel Glück, dass einfach uns alles in den Schoß fällt. Und wir wirklich nur noch versuchen müssen, nicht zu sterben. Und dann der Rest regelt der Shop. Der gibt uns jetzt halt richtig krasse Items. 4 Kisten wieder. Nochmal Baby mit Bart. Let's go. Wanderbot können wir auch mitnehmen. Mehr Attack Speed. Damit sind wir positiv. Crit für... Ja, komm, 6 Crit. So, Ausweichen und Lifesteal. Wir verlieren ein bisschen Schaden, aber ist egal. Das ist so ein gutes Item. Jetzt haben wir schon 53 Ausweichen gerade gekriegt. Jawohl, da ist die nächste wieder eine Schleuder.
Ausgerenkter Kiefer können wir auch mitnehmen. Wir brauchen eh keine Regeneration. So, komm, ich will noch ein bisschen mehr Lack, dass wir wirklich die 300 voll kriegen. Das fühlt sich richtig an. So, 300 muss man eigentlich mit dem Glücksbiss schon immer machen. So, da ist die erste Kiste. Also 300 ist mit dem Glücksbiss eigentlich Pflicht. Ob wir es schaffen, ist die Frage. Nächste Kiste, sehr gut. Sehr schön, so muss das. Nächste, nee, Moment, die hatte ich liegen gelassen. Da ist die nächste. Komm schon, drei Kisten, Baby. Ich muss euch sagen, also probiert, wenn ihr den Glücksbiss noch nicht wirklich gespielt habt, testet den mal. Geht einfach auf so viel Glück wie möglich. Das macht richtig Spaß. Der Charakter macht echt richtig Laune. So, jetzt heben wir hier alles auf und alles stirbt, alles explodiert hier, das ist schon geil. Nächste Kiste liegt da rum, man kriegt tausende Kisten, man kriegt geile Shops. Das ist wirklich ein toller Charakter. Noch eine Kiste. Ey, fünf Kisten geschafft, nice. Inventarschaden, Muskelprotz bringt uns nichts. Yo, nochmal ein Exoskelett, nehme ich sowas von mit? Nee, nee, Glück verlieren nehmen wir nicht. Glück verlieren nehmen wir nicht. Wir sind Glücksbiss. Da müssen wir so sehr, müssen wir in unserer Rolle bleiben. Ah, drei Fernkampf. Oh, 15 Glück. Nee, ich will die 15 Glück. 300, genau. Jawohl. Und unsere erste rote. Erste rote. Jetpack. 15 Tempo, 10 ausweichen. Oh, jetzt kommen halt die geilen Items. Ob ich das nehme, ist die Frage. Dann wäre ich ja um Ausweichen Cap. Wir würden zwei, ja, was sind zwei Rüstungen? Wir haben 15. Das nehmen wir, dann sind wir, können wir nicht mehr ausweichen haben. Dann haben wir das Cap, dann nehmen wir ein bisschen mehr Sammelreichweite. Die Ernte brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, die nächste rote Schleuder. Let's go. Jetzt kommen die richtig geilen Shops. Welle 18, den Boss will ich jetzt aber töten hier. Weiß ich nicht, ob ich es schaffe, weil hier zu viele andere Gegner kommen, aber den will ich jetzt mal endlich töten. Das kann ja nicht sein, dass ich hier keinen Elite-Gegner töte. Die ganze Zeit. Einen müssen wir schon mitnehmen. Jetzt würde ich sagen, sind wir schon stark genug, um einen mitzunehmen. Die ganzen Gegner sterben, ohne dass ich was machen muss. Ich schieße einfach nur auf den Boss. Wir können jetzt auch gleich mal ein bisschen Zeug einsammeln gehen und einfach Damage auf Doom machen. Zwischendurch. Aber ich muss an ihm dranbleiben. Muss auch nicht wirklich seine Angriffe dodgen, weil wir so viel Dodge haben. Komm schon, ich will den töten. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich den nicht tot kriege. Stirb. 10 Sekunden noch. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Komm schon, Baby. Jawohl. So. Hier liegt noch so viel Zeug rum. Jo, 5 Kisten. Oh mein Gott. GG, das war's. Das war's jetzt endgültig. Wir kriegen 100, 146 jetzt Exp. Das war es jetzt endgültig, Mann. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Mehr Glück, let's go. Mütze brauchen wir nicht. Eine Schleuder 4, holy shit. Ja, jetzt kommt wirklich so der Punkt, wo einfach alles egal ist. Oh mein Gott, wir haben jetzt so viel Attack Speed. Das ist krank. Oh, what the fuck. Ja, jetzt ist es vorbei. Das ist der Glücksbiss, Leute. Das war's. Ich denke nicht, dass wir bei der Welle hier jetzt noch Probleme haben werden. Und dann sind wir schon beim Boss. Holy shit, das war bis jetzt ein richtig guter Run. Da hat aber auch unser Glück richtig gute Items rausgehauen. Braucht man aber auch auf dem Glückspilz. Das ist ja immerhin seine Stärke. Wenn man mit dem kein Glück hat, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Da ist die nächste Kiste. Komm, wir machen hier nochmal ein paar Kisten mit. Da kommen dann nochmal richtig geile rote Items raus. Noch eine Kiste, yo. Komm, noch eine. Schade. Boah, jetzt explodiert hier einfach auch alles. Das ist richtig geil. Der Run. Das ist ein gute Laune-Charakter, der Glücksbiss. Kann einfach ein bisschen Spaß haben. Hab jedes Mal Spaß, wenn ich den spiele fast. Nö, Ernte ist jetzt nicht so sinnvoll. Das ist auch nicht so sinnvoll. Mehr Glück, habe ich gehört. Wir wollen mehr Glück. Wir wollen mehr Glück. 337. Okay, noch ein geiler Level-Up-Shop wäre geil. Komm schon, einmal drehe ich noch. Ach, ich nehme 9 Ausweichen. Das gibt uns nochmal 18 Attack Speed, auch wenn uns das Ausweichen an sich nichts bringt.
12% Schaden. Oh, mehr Bäume. Let's go beim Bossfight. Bringt eigentlich gar nichts, aber für den Flex. Und noch eine rote. Noch mehr Glück. 362 Glück. Holy shit. Oh nee, das wäre so gut. 20% Schaden. Egal, nehmen wir halt 6% Schaden. So, Leute. Boss-Time, 60 Dodge, 13 Rüstung, 170 Attack Speed und jetzt mal gucken. Und natürlich 362 Glück. Wir schauen mal, wie es läuft. Ich bin guter Dinge. Wir bleiben erstmal an dem Typen dran. Unser eigener DPS ist natürlich ziemlich trash und meine Range ist auch ziemlich trash. Ich muss sehr nah am Gegner dranbleiben. Okay. Also unser Damage selbst von unseren Projektilen ist jetzt nicht so krass. Aber wir können jetzt einfach hier bei denen dranbleiben und einfach alles mit Materialien füllen. Und dann gleich jetzt Materialien einfach sammeln gehen. Wie so ein Wahnsinniger. Ist jetzt kein Speedkill, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall die Bosse schaffen. Ich will den einen Boss erstmal wie immer in die zweite Phase bringen, den mit seinen AOE hier... Jawohl, und jetzt kümmern wir uns um den. Da können wir einfach im Gesicht stehen bleiben. Ich habe so viel Ausweichen, da spiele ich auch mit Risiko. Da nehme ich einfach mal Schaden. Der wird eh gedodged. Meistens. Mann, ich will die beide tot kriegen. Das wird ein bisschen knapp. Einen haben wir gleich. Unsere Range ist halt richtig schlecht. Bin jetzt aber auch ehrlich, da habe ich nicht so drauf geachtet. Perfekt, so, das war's. Leute, ich würde sagen, das war ein ziemlich guter Run. Hat so übel viel Spaß gemacht wieder, der Glückspilz. Und wir haben ihn. Ey, richtig geiler Run. Hat richtig Laune gemacht. Ich habe richtig gute Items bekommen. Die Jacke, insane. Alleine 164 Attack Speed gegeben. Viele Schleudern, gute Items. Ey, es hat richtig Spaß gemacht. Ich danke euch ganz herzlich fürs dabei sein. Probiert den Glückspilz aus, Leute. Ich empfehle ihn euch. Ich danke euch fürs dabei sein. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und dann, ja Leute, sehen wir uns beim nächsten Video, hoffe ich mal. Ciao, ciao. Ich bin raus. Man sieht sich.